Gott, das war schneller. Okay, jetzt haben wir immerhin schon mal Holzkohle. Da können wir schon mal das 5 Fleisch braten. Ich habe irgendwo ein Skelett. So, habe ich nicht um Erde? Ach, da ist Erde. Ja, ich lasse hier eine ganz kleine. Ganz kleines Loch. So, haben wir schon mal was zu essen immerhin. Ist ja schon mal gut. So. Und es kann auch sein, dass es über uns ist. Ich kann es nicht sagen. Ups. Ja, ich glaube, ich bin schon in der nächsten Folge. Ist mir gerade aufgefallen. Oh, naja. Ist ja nicht so schlimm. Okay. Nein. Ja. Na, 5 reicht. Oh mein Gott. Ich muss mal ganz kurz noch an den Räuchen arbeiten. Feindliche Kreaturen machen wir auf 50%. Nein, 50. Freundliche Kreaturen auch. Atmosphäre, Spieler. 50%. Bogenblöcke. 50%. 50. Ist ja auch genial. Ah ne, okay. Eileen. Gut. Das bitte. Gesamtlautstärke machen wir auf 50%. Gut. Jetzt drehe ich mal mein Mikrofon ein bisschen leiser. Nicht mein Mikrofon. Sondern meine. Oh, schon viel angenehmer. Angenehmer. Jetzt bin ich ein bisschen erschrocken. Ach, hier habe ich noch. Okay, ich muss mein Inventar generell ein bisschen aufräumen. So. Ich vermute, es, wie sich anhört, es ist noch nicht Tag. So, aufräumen. Kies kommen hier lassen. Samen, Fichtensamen, Spinnauren, Faden, Pilze, ein Stock. Und das gehört noch dazu. Ist einfach jetzt überall geordnet. So, Hauptsache es bin geordnet. Aua. Ich habe ein bisschen bei mir im Knie gestört. Deswegen. Ja. Also warten wir jetzt noch einen Moment, bis die wunderschöne Nacht vorbei ist. Ich hoffe mal bald. Sieht nach Spinne aus. Und sieht nach nicht hell aus. Ja. Ich habe auch nichts mehr zum Braten sozusagen. Deswegen. Ja, wir können ja mal 4 Fackeln. Dann haben wir noch ein bisschen heller. Oh, cool. Es bewegt sich sogar im Inventar, diese Fackel. Aua. Ich saß jetzt etwas zu lange. Ja. Ja. Das kann ich noch erzählen. Wie gesagt, ich habe ein neues Aufnahmeprogramm, was ich eigentlich echt gut finde und was halt auch echt nur, es ist halt so, man kann, es ist echt nur ein Programm, mit dem man Spiele aufnehmen kann. Es ist, einerseits ist es kostenlos, was ich auch wieder gut finde. Und es ist einfach zu bedienen. Und ja. ich hoffe, dass die Nacht bald vorbei ist. Oh ja, das sieht gut aus. So. Jetzt baue ich mich hoch. Erde. Nein.
mit Musik rausgenommen. Genau, ich stehe jetzt drauf. Also klar. Also klar. Vielleicht mal ein bisschen mehr malen. Ja. Okay, jetzt habe ich was gedacht. Ich bin in das Loch gefallen. Oh, wie bin ich aber jetzt in das Loch gefallen? Und da ist ein Skelett drin. Und ich bin tot. Das ist ungut. Und ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ich weiß es rein gar nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Oh Mann. Warum sterbe ich denn immer? Das ist doch beschissen. Das ist mir nämlich das letzte Mal auch passiert. Das finde ich reichlich blöd. Mir ist zweimal hintereinander passiert. Okay, gestorben bin ich zwar, aber meine Sachen habe ich ganz verloren. Oh, ich hole mich davon zu holen. Das ist gut. Ja, Kohle. Einmal. Okay, das ist alles haben. Muss man wieder ein bisschen aufräumen, das Inventar. Okay. Aufräumen. Ist das denn immer noch Fichte? Sieht so aus. Die Richtung. Die Richtung mal für einen Moment halten. Und ich will mal kurz anders hinsetzen. Okay, noch ein bisschen Schweinefleisch nehmen. Ich muss dran denken, dass es da lang geht. Ja, auf jeden Fall werde ich, wenn dann, ein paar. Jetzt sind werde ich da auch ein paar Reifen aufmachen. Ich überlege noch, ob ich den Moss Creator drauf mache, einerseits. Und den, also eine kleine Minimap drauf mache. Ich habe nicht mal geguckt, also da waren bisher, oder habe ich erst zwei gefunden, zwei geupdatete Texture Packs. Und wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns in einer Datei. Und öffentliches Lava. Immer noch teilen. Lieber schnell wegkämmen. Man weiß ja nicht, ne? Das sieht aus wie Kürbis. Sieht nicht nur aus. Nein, ups. Okay, bei Clara ist ein Kürbis. Ein Baumstumpf von. Hey, nicht gleich wegkämmen. Ja, ein Baumstumpf. Ja, was hast du davon?
20 Essen reicht das noch ein Stück. Also in diesem Jahr möchte ich nicht bleiben. Schau mal. Oh, die Kühe sehen aber auch schön aus. Die Kühe gefallen mir. Mir gefallen auf jeden Fall. Die Hühner sehen auch nicht schlecht aus. Ja, die Hühner sehen eigentlich fast normal aus. Die Rosenbüsche gefallen mir außerdem. Das ist so ein Blumen. Das sieht ein bisschen aus wie... wie irgendwie so ein Ei. Ein bisschen, also wenn man jetzt so ein Ei aufmacht, das Gelbe ist halt gelb und das andere ist ein weiß. Ich finde, es sieht so ein bisschen so unnötig aus zumindest. Die sehen auch richtig schön aus. Oh, Essen. Das sieht aus wie eine normale Fichte. Ich finde das auch echt schön gemacht, hier so. Gefällt mir. Wow, was ist das? Ach, das ist die Pfingstrose. Ich finde das so genial. Dass das einfach aufwimmt und dann wieder einmal so hinsetzt, so wie es genauso aussieht. Das sieht schön aus. Gefällt mir. Nee, sehr, sehr schöne Textur. Gefallen mir 100%. Ja, ich weiß, die, das war gerade alles etwas abgehackt, weil ich immer etwas Bedenken hatte, dass ich diesen Sprung schaffe. Wir laufen lieber unten lang. So. Wow, was ist das? Oh, Zuckerrohr. Da mitten. Also ich habe mir mein Informationsvideo oder Infovideo zu dem neuen Update angeschaut. Das ist eine Baumart. Nur welche? Das erfahren wir jetzt. Wir bauen das mal ab. Erstmal einen Baum wegreißen und dann sagen, ja, ist das und das. Okay. Warum muss? Ich sehe es gerade nicht. Da. Schwarzeichenholz. Das ist eher heller, hä? Also bräuchte ich jetzt Eiche zum Vergleich, aber okay, von der Rinde könnte es hinhauen. Aber die Textur ist also ansonsten echt genial. Ich sehe, wir haben noch 2 Minuten, damit ich es diesmal nicht verpenne. Ist das ein Mushroom? Nein, oder? Cool. Also Mushroom, Pilz. Oh, ja, nicht Englisch reden. So, rum. Okay. Nein, ich habe eine Idee. Ich bin ganz fies. Und zwar beende ich jetzt hiermit erstmal die erste Aufnahmesession. Und im nächsten Teil werde ich diesen Pilz dann abbauen. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ihr könnt mir sagen, oder besser gesagt als Kommentar schreiben, wie euch dieses neue Projekt sozusagen gefallen hat. Das sind ja die ersten 2 Parts sind das jetzt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gebt einen Daumen nach oben oder nach unten. Keine Ahnung, wie es euch gefällt. Hat halt, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.